Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 von Halcyon 6 Starbase Commander. Mein Name ist Pande und wir spielen jetzt in der Version 0.2.0.2. Es gab ein Update, das heißt Officials Unleashed, und hauptsächlich wurden einige Veränderungen gemacht, auch hinsichtlich der Offiziere. Und zum einen, also die Liste, da steht drin: Officers can now lose and gain traits during encounters. Officers' power has been moved around and balance tweaked. Starbase layout completely changed. Tech tree revamp. A huge chunk of upgrades are now research tasks and you do in the Starbase rooms. A lot of content and balance tweaks. Also, die wichtigste Neuerung für uns jetzt momentan ist, dass wir ein neues Spiel beginnen müssen, weil die alten Spielstände dadurch korrupt sind und nicht mehr funktionieren. Wir können den ganzen das ganze Anfangszeug überspringen, das haben wir schon in der ersten Episode gemacht, und wir beginnen direkt mit Akt 1. Wir wollen als allererstes Corbinian Lu als Commander benennen. Und der Computer sagt: Commander, we have never encountered a biological alien vessel of that mass before. Its appearance in Federation space is worrying. As is the death of signal coming from our core planets. You should send our fleet out to explore nearby sectors in the New Terran Federation zone and make contact with colonies and facilities, but be on the lookout for more of these aliens. Also, wir haben ja in der Einleitung haben wir ja gemerkt, dass unser Hauptplanet überrannt wurde von diesen Aliens, und wir müssen jetzt ein bisschen die Gegend erkunden und schauen, dass wir, wenn diese komischen Wesen kommen. Der Computer sagt noch: In the meantime, you should promote a new officer from the ranks. I've prepared a list of suitable officers for you to choose from. Also, wir haben noch weitere Offiziere bekommen und wir nehmen jetzt noch einen gelben, würde ich sagen. Steve Kandapa. Dann Federation Survivor Detected, Stardeep Deneb. Okay, dann schauen wir in die Starbase rein. Wir sehen schon, das Layout schaut wirklich anders aus. Also wir haben hier, wir haben jetzt hier eine Lücke drin und es scheint wohl kleiner geworden zu sein. Dann haben wir hier Task Available. Das heißt, wir können hier diesen Room erkunden und wir nehmen hier mal den roten und hier nehmen wir mal den gelben rein. Dann gehen wir in die Schiffkonstruktion. Wir haben ja nur ein Schiff, das rote. Wir wollen jetzt noch ein weiteres Schiff haben und dann holen wir uns natürlich ein gelbes für den Steve. Haben wir überhaupt ein gelbes? Das sieht schlecht aus. Da hätte ich mal besser. Ah, da ist ein gelbes. Und dann bauen wir das Schiff. Alles dauert 3 Tage. Dann können wir die Zeit vordrehen. Bis was passiert. Commander, we've cleared out the section you ask for. +3 XP, +45 Material. Show location. Sehr schön. Und er schlägt uns vor, wir sollten jetzt einen Reaktor bauen, damit wir Power bekommen. +20 Power. Wir haben momentan 60 Power und da wird auch alles benutzt. Also ist der Deuterium Reactor mal das Wichtigste, würde ich sagen. Dann haben wir hier auch noch einen Task available. Dann können wir hier auch nochmal den Officer reinschicken. Und dann gehen wir wieder auf die Star Map und go. Commander, we've cleared out the section you ask for. +3 XP, +48 Material. Wir haben nicht mal kämpfen müssen. Das ist sehr schön. Da können wir jetzt warten, bis der fertig ist. Da haben wir das schon mal sauber. Dann schauen wir noch, dass das Schiff gestartet wird. Genau, hier haben wir es. The new Knight-Class Starship is now ready for active duty. All it needs now is a commanding officer, which you may assign from the Starship Management Console. Und hier wird der Steve zugeordnet und in Rogue kommt der Copy Corbane rein. Sehr schön. Dann machen wir jetzt nochmal, skippen wir das, bis der dritte Raum frei ist. Komm
Commander, we've cleared out the section you ask for. Okay, sehr schön. Dann, was können wir denn hier reinbauen? Ah, wir haben sogar Legendary Tactical Officer. Here are the number of skill points you can spend on upgrading your officer's power. Einen Skill habe ich und den kann ich jetzt hergeben. Each officer has at least 3 ship combat powers and 3 ground combat powers to choose from. You can hover a power to read its description and then if you like it, you can click on it to spend 1 skill point to unlock or upgrade the power. Okay. Also wir können jetzt eine Sache kaufen. Wir können hier nur die ersten Dinge. Was gibt es für Trades? Okay. Also Eigenschaften. Die hat. Wie, was nehmen wir denn? Also wir können Stackbed Maneuver. Inflicts Ship Disabled. Das ist natürlich nie verkehrt. Fire at will. At will 1. Inflicts Engine Down. Und hier haben wir Weapons Supercharge. Das ist wohl ein Buff, ja. Ich würde jetzt erstmal so aus dem Gefühl raus, Phaser Blast haben wir schon. Das haben wir auch schon. Point Blank. Confusion können wir machen, okay. Aber das werden aber die Bodensachen sein, oder? Das hat ja nichts mit dem Schiff zu tun. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir nehmen Fire at Will. Das haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Dann haben wir noch 2 Tage, die verbleiben. Diese 2 Tage sollten wir noch nutzen. Beziehungsweise, wir können jetzt hier unsere Flotte mal hersenden. 11 Ding brauchen wir. Wir packen rein einmal den. Und wir können auch noch schauen, ob schnell in das Tech Research, was wir hier haben. Also das Tech Research teilt sich in 4 Gruppen auf. Ship Upgrades, Ship Tech, Personal Tech und Starbase Tech. Starbase Tech können wir so Sachen bauen wie die Pflanze und so weiter. Ship Repair Bay. Ein paar Dinge haben wir davon schon. Personal Tech ist Offiziere und Cadet Barracks. Und Ship Tech sind neue Schiffe, die wir bauen können. Wir haben ja die Grundschiffe da. Also würde ich jetzt erstmal in die Offiziersakademie reinstecken, damit wir hier neue Offiziere ausbilden können. Und dann schauen wir mal, ob wir das extra bauen müssen. Oh je. Hier. Offiziersakademie. Da müssen wir jetzt noch etwas Geld sammeln. Ne? Gut, dann wissen wir, was wir tun. Send Flea. Ach, jetzt haben wir das nicht bestätigt. Und los geht's. Commander Corbane Loose Flea made contact with Connolly at the Nap. Patching you through now. Sir, it's great to hear from you. We were under the impression that the entire Federation Navy has destroyed and that those alien things would drag us down sooner rather than later. Also sie haben gedacht, alles ist kaputt und sie haben Angst, dass diese Aliens sie früher oder später kaputt machen. We have a fully stocked and fully functional colony here, Commander. Consider it at your disposal. We are not going to lie. Most of us would prefer to evacuate to the station of Eurus, but if you need us here, we can pull in any Federation refugees we encountered from the area. Okay, also es ist so, dass die hier können Flüchtlinge aufgenommen werden, die von den Monstern fliehen. Kolonie, Crew Population 75 Leute. Resource Gathered Day, 2 Leute pro Tag werden produziert, sag ich jetzt mal. Current Resource, momentan haben wir 5 und maximale Kapazität haben wir 44. Okay, Transfer, also wir können 5 abzwacken quasi und dann wird es wieder weiter
weiter. Also wir wollen es nicht, also wir lassen jetzt einfach mal diese Ressource und dass wir regelmäßig Leute bekommen. Wir haben jetzt 235 Crewmember und diese hier werden wir immer wieder Leute bekommen. Das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir fliegen einfach mal so in der Gegend rum. Commander, the Deuterium Reactor is now online. Show me the location. Jawohl, also wir bekommen jetzt Power. Das heißt, wenn wir jetzt in die Starbase gehen und was Neues bauen wollen, haben wir auf jeden Fall 20 Kapazität frei. Und dann ist es erstmal der Plan, dass wir die Offiziers-Ding da bekommen. Die Offiziers Academy. Okay, Commander Corrine is reporting that the colony at Medis is in ruins. Show me the location. Wir können mal die Flotte hinschicken und schauen, vielleicht können wir irgendwas holen. Oh nee. Das heißt dann wohl, dass hier nichts mehr passiert. Können wir View. Star-Type Planetary. Planetary Task Hold Non-Access Character. Okay, also hier kann auch nichts leben. So. Okay, zur nächsten Basis. The Dark Matter Extractor appears to be offline, Commander. It's not reading from any Terran life sign inside. There is, however, something moving around in the storage bay. The level of interference suggests that some dark matter is still inside. We can send an away team to retrieve the dark matter and bring it back to Halcyon 6, but whatever destroyed the extractor is still in there. Beam down to surface. Machen wir das doch mal. Wir müssen kämpfen. Und zwar können wir noch einen Offizier hinzufügen. Wir nehmen einfach mal den da. Deploy Officers. Und jetzt geht's los mit dem Kampf. Der hat 110. Was hat der? This unit is and has improved damage. Oh je. Also was können wir tun? Wir können ihn blind machen. Wir können ihn zum Bluten bringen. Wir können ihn verwirren. Das hört sich doch schon mal sinnvoll an. Vielleicht verletzt er sich dann selber. Was können wir hier? Wir können Exposed machen. Activate Nano Repairs. Okay, da können wir uns reparieren. Enemies Grey Goo 1. Exposed. Also machen wir das mal. Sehr schön. Und was können wir hier? Exploits Exposed. Das ist genau das, was wir jetzt gemacht haben. Und Inflicts Bleeding. Dann machen wir das doch. Sehr schön. Wie schießt denn der? Das ist ein komischer Typ. Schießen wir hier drauf, dann sollte es das gewesen sein, oder? Evidate, verdammt. Weg damit, genau. Wir haben das Battle gewonnen und ein bisschen Zeug bekommen. Nun gut, we managed to retrieve 76 cases of dark matter safely, Commander. We should return to Starbase now. Dann Steve Kandapa hat nun ein Level Up bekommen. Und wir fliegen wieder nach Hause, oder? Müssen wir return home. Also wir haben zurückgebracht 5 Crewmembers und 76 dunkle Materie. Dann gehen wir doch mal in die Starbase nochmal rein. Materials müssen wir bekommen. Schön ist, die Schiffe kosten ja auch tatsächlich nur die dunkle Materie. Wir könnten es nebenbei schon mal ein... Nee, das ist zu teuer. Wir wollen ja wir müssen ja erstmal schauen, dass wir die Commander bekommen. Aber die kostet nur Materie. Also könnten wir jetzt schon mal quasi das Schiff nebenbei bauen lassen. Das nächste für den nächsten Offizier. Und der nächste wird mit Sicherheit ein blauer sein.
Shuttle. Das Shuttle kann doch nicht kämpfen. Ich will ja auch eine starke Flotte haben, dann bauen wir das hier mal. Ich weiß, dass ich keinen Offizier habe. Dann schicken wir die mal hier in diesen Piratensektor rein. Wir haben nur noch 10 Dinge. Wir sollten hier mal was abholen. Commander Corbion Flues made contact the fuel journal at Ghost Hit. Patching you through now. Wow, we are lucky you came, sir. We were sure those aliens are going to find and kill us before help arrived. Lucky for you, they don't seem to be hungering for Nibu-like fuel. Now, Commander, it's a nice view. My crew and myself would much rather prefer to be transferred to a little less precarious location. Say that station of yours. Of course, we will stay here as long as you need us to produce our fuel. Okay, das wollen wir natürlich auch. Der Ghost Head hat 75 Crewmembers und wir können insgesamt 28 Fuel speichern und wir transferieren jetzt mal die 10 Fuel und wir verlassen das System. Wir wollen es natürlich behalten und uns da regelmäßig Zeug rausholen. Dann würde ich sagen, fliegen wir noch hier hin und danach starten wir mal hier einen Kampf in der Piratenarena. Commander Corbion Flew's Fleet made contact with the material mine at Terra, patching you through. Commander, it's good to hear from you. We thought we were done for, frankly. It's nice to not have to face down a sentence of living out our lives on those blessed mines facility, waiting to be eaten up by whatever the hell those aliens are. To tell you the truth, that giant station of yours sounds mighty compelling to me and my men, but if you think you can protect us from these aliens, we'll pledge to stay here as long as you need the materials. It's up to you, Commander. Also, hier haben wir das Gleiche. Wir haben jetzt einen Materials Mine. Und da, die wollen natürlich auch nach Hause oder in die Größe des Starbase, aber wir benötigen natürlich das Zeug. Wir können maximal 125 Materials haben. 7 pro Tag werden generiert. Und wir werden nicht evakuieren, wir benötigen das Zeug. Dann gehen wir nach Hause, return to home. Wir haben das Zeug sicher reingebracht und wir wollen jetzt hier mal zu dem fliegen. Fliegen wir zu denen. Send a new fleet. Nicht flu, haben wir keine. Hat ja keiner eine Grippe. A new Acolyte Class Starship is now ready for active duty. All it needs now is a command officer, which you may assign from the ship management console. Wir haben keinen. Also, erstmal abbrechen. Und dann bleibt es erstmal so. Wir wollten hier die Dinge schicken, aber wir benötigen mehr Dinge. Aber es ist schon ein bisschen krass, oder? Lassen wir mal ein bisschen Zeit vergehen. Federation Survivor Detected Star System. Show me the location. Hier oben. Das ist ja wirklich. Also weit weg. Da müssen wir hin, okay. Space Pirates. In deep bands of Space Pirates hold little to no sway in the Federation space, but Halcyon Sector is teeming with them. Time to end that. Wir kämpfen. Also wir wollen als erstes Inflicts Engine Down. Das hört sich doch gut an. Engine Down. Exploits Engine Down. Das hört sich auch gut an. Und tot. Ich würde sagen, wir haben schon eine starke Flotte. Ne?
Wir bekommen dunkle Materie und Materials. Dann sind wir quasi jetzt der Schrecken, der hier umzieht. Dann machen wir die nächstgrößere Flotte. Start Combat. Der hat auch schon so ein komisches Schiff mit dabei. Ausgewichen, sehr gut. Dann machen wir das gleiche nochmal. Crippling Shot auf den da oben. Engine down. Und der hinterher. Ein bisschen die Kampfanimation hat sich auch geändert. Das gefällt mir gut. Das ist schon mächtig, was hier so abgeht. Schon cool. Dann können wir gleich die nächstgrößere Crew versuchen. Und diesen Sektor von diesen elenden Piraten befreien. Aber wir haben gar nicht genügend Zeug. Dann schauen wir mal, was hier so los ist auf diesem Planeten. Nichts scheinbar, oder? Show Location. Distress Signal received. Okay, also hier, die werden schon von diesem Portal besucht, okay. Kann ich denn eine Mine bauen? Okay, also jetzt kapiere ich das auch. Das Öl ist das Fuel, also das Benzin oder was auch immer, also der Treibstoff, ist so lange kalkuliert, dass ich immer hin und zurück komme. Aber da kommt was auf uns zu, das schauen wir uns noch an. Da würde ich sagen, wir machen ein Ende. Sir, Axala Ambassador has arrived in our system. They claim to be from the Xlar Yantu Directorate. It must be a new government that has taken over. I will put them through now. Federation Commander, greetings from the Hornable Xlar Yantu Directorate. It seems as through the biological superweapon you were clearly deploying has gotten loose and it repeatedly proliferating across Federation space. We hope you have learned to not pursue such folly in the future. Those aliens you think are made them as some kind of weapon? We're talking about Xlar. Oh really, you expect us to think you weren't breeding monstrous flesh beasts to release on our empire in our secret quest of giant domination? Oh no. Oh fine then, don't admit you're great. I promise you our famed Xlar Yantu bioweapons experts will eventually capture one of those creatures and expose the Federation fingerprint all over its genetic code. Also er meint wohl, dass wir diese komischen Aliens, die wir im Intro sehen, produzieren. Be my guest. Wait, Xlar, is that what you're called now? That wir nehmen es mal ein bisschen sarkastisch. One final warning. Do not approach or interfere with any Xlar territories or colonies, unlike the Xlar Norge or Xlar Kodor. May then all roast in the great hellfire of Slag Thriss. The Xlar Yantu's director wishes no outside contact with any race. Do not intervene in our affairs terrain. Okay, ist gut. Dann kannst du jetzt wieder abhauen. Also er hat uns im Endeffekt eine Warnung geschickt, dass wir nichts machen sollen. Wenn wir jetzt nur ein kleines Schiff hinschicken, was passiert denn, wenn wir so ein kleines Transporterschiff machen und das darüber schicken? Da müsste es doch weniger Ding machen. Na gut, ich würde sagen, wir beenden das für heute. Wir müssen dann natürlich erstmal speichern. Ich hoffe, es macht euch Spaß soweit. Dann würde ich mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.